In keiner guten Ameisensammlung darf eine Lasisch-Niger-Kolonie fehlen. Ganz typisch, ganz klassisch, die Anfängerameise schlechthin. Ich habe seit Ewigkeit mal wieder einen Versuch gestartet. Leider ist mir vor Jahren mal meine, als ich im Urlaub war, verdurstet, weil der Sommer so krass war. Und das war sehr schade, weil ich die wirklich über Jahre hinweg gepflegt habe. Aber der Sommer ist halt gnadenlos. Jetzt haben wir hier unseren kleinen, also ihr seht, die ist noch ganz am Anfang. Da sind, ich glaube, 7 Ameisen oder sowas sind da. Und wenn man es hier ganz nah rangeht, dann sollte, wenn das richtig fokussiert, ja, da sieht man ein bisschen Bewegung, aber es ist halt wirklich nicht viel. Die haben jetzt auch die ersten Puppen gehabt und müsste ich jetzt auch den nächsten Tagen mehr ergeben. Da sollten jetzt die ersten, also das sind jetzt glaube ich 7 oder 6 oder 12 oder irgendwas unter 10 auf jeden Fall. Also 12 ist über 10, aber nevermind. Und dann sollten jetzt nochmal das Doppelte nochmal an Puppen und Eiern, also an Puppen da sein. Und die haben die gut versteckt. Man sieht es jetzt leider nicht so krass. Ich finde es auch ein bisschen schade. Aber die haben noch viel Zeit und viel Platz auf jeden Fall, um sich auszubreiten. Ich nehme an, dass das hier noch halt für diese Saison reichen wird, aber ich gehe davon aus, dass sich das über die ganze Zeit hier noch komplett durchziehen wird und ich werde das dementsprechend dann auch noch dokumentieren. Ich hatte hier auch ein ganz einfaches Setup, das ist auch mein allererstes Setup, was ich jemals hatte. Das ist hier einfach ganz simpel, hier mit ein bisschen Substrat befüllt. Dann haben wir hier noch einmal mit Wasser, einmal mit Zucker. Und da muss ich, glaube ich, mal was austauschen. Das ist da ein bisschen nicht mehr ganz so frisch, aber im Endeffekt haben die sich hier nur einen kleinen Hügel gebaut und die sind dann auch recht schnell vom Reagenzglas da eingezogen, haben es auch recht schnell wieder zugebaut und sich dann so eine kleine Höhle gebaut. Und da fütter ich die eigentlich immer wieder mit Ofenfischchen. Die nehmen sie eigentlich so recht gerne an. Ich würde sie gerne mit heißen die Drosophila, irgendwas mit kleinen Fliegen füttern, aber da habe ich jetzt leider keine mehr hier und die Ofenfischchen, die gehen auf jeden Fall auch sehr gut weg. Das ist so der Stand von meiner Lasisch-Niger-Kolonie. Leider sieht man hier im Moment nicht viel. Eben ist noch eine draußen rumgelaufen, glaube ich, und das ist jetzt auch erstmal ein bisschen träge, würde ich sagen. Und vor allem auch hier durch die Scheibe sieht man leider nicht so viel. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.